So fresh. Kennst du diese amerikanischen Werbung von früher? Jo Freunde, was geht und willkommen zu einem erneuten freshen, hammermäßigen Video auf diesem YouTube-Kanal. Heute, Freunde, gibt es den Shake Shack Burger aus den Vereinigten Staaten. Aus New York City. Heute versuche ich ihn 1:1 nachzumachen, vom Bun bis zur Soße und dem Patty. Leider gab es die Soße im Internet nicht original zu finden, deswegen habe ich die von verschiedenen Quellen aus dem Internet zusammengemixt und eigener Rezeptur nachgemacht. Und ja Leute, viel Spaß mit dem Shake Shack Burger. Ja, das ist mal wieder so ein amerikanischer Burger, wieder In-N-Out-Burger, der Five Guys, den ich auch mal nachgemacht habe. Den findet ihr auch unten in meiner Infobox oder oben rechts in meiner Infokarte, markiere ich hier euch. Unterstützt diesen YouTube-Kanal mit einem Abo, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Lasst einen Daumen nach oben und kommentiere, Leute. Da würde ich sagen, lasst uns rüber zu den Zutaten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der Soße an. Was wir jetzt erst brauchen ist... Ah, oh, der ist schon gekommen. So, Freunde, eine bestimmte Menge an Mayo gibt es. Ernst. Allgemein für die Soßen gibt es keine bestimmte Menge. Das liegt immer je nachdem, wie viel man isst. Also ich mache jetzt ungefähr so für 2 bis 4 Personen Soße. Also ich nehme jetzt die Mayo, pack die auf, mach die auf. Sagen wir mal, wie soll ich das beschreiben? Sagen wir mal, so viel, ne? Von dieser Mayo-Menge, die wir jetzt hier haben, nehmen wir davon ein Viertel davon Ketchup. Also nicht die Hälfte, sondern ein Viertel davon. Machen wir Ketchup rein. Es kommt raus. So, okay. Das ist jetzt die Menge an Ketchup. Kommen wir zu Honig. Bei In-N-Out-Burger-Soße war ja immer Senf dazwischen, ne? Senf. Jetzt statt Senf machen wir Honig. Aber jetzt nicht so viel rein, Leute. Auch nur so ein kleiner Klecks. Hier so. Genau, wenn ihr süßer haben wollt, macht ihr ein bisschen mehr rein. Fertig. Chalas. So, jetzt kommen wir zu der, frisch man die aus? Worcester-Soße. Worcester-Soße, ne? Oh Mann. So. Von der Worcester-Soße. Die raffinierte Würze für alle Fleisch- und Eisgerichte. Eis? Ah, Fisch. Oh mein Gott. Das rote Ding hat mich verwirrt. So. Hoffe ich mal. Ist auch so wieder gefühlmäßig. So, und dann packen wir uns Jalapeno-Sauce, extra hot. Aber normalerweise kommen da Dinge rein. Normalerweise kommt da Tabasco rein, Leute. Aber wir haben heute kein Tabasco gefunden, deswegen. Als Alternative könnt ihr auch das hier benutzen, die Fuego Jalapeno Soße. So, und davon machen wir auch wieder einen kleinen Klecks. Also ist auch je nachdem, wie scharf ihr es haben wollt, Leute, ne? So, und dann packen wir uns Sauergurken. Macht zu. Wir schneiden das so rein, so als ob ich das aufgemacht habe. Ah, okay, ich hab die aufgemacht. Leute, gebe ich jetzt auch wieder so einen Klecks rein. Das war ein ganzer Esslöffel und einmal so ein halber. Jetzt brauchen wir Knoblauchpulver, Leute. Kommt auch ein bisschen Knoblauchpulver rein. Und dann, Leute, brauchen wir Salz. Hier benutze ich aber, ich benutze hier Meeressalz. Ich bin eher so ein Meeressalz-Typ. So. Allerletzt zum Pfeffer. So. So, Freunde, jetzt kommen wir zum Belag. Tomate und Salat und die Käse. Käse ist ja schon fertig, muss jetzt halt nur die Tomate schneiden und Salat. Tomate fangen wir direkt hier an. Nur ein kleiner Tipp voran, Leute. Schneidet immer die Tomate mal von oben und unten ab. Warum? Damit ihr das hier bekommt. Damit das so schön aussieht. So, Freunde, beim Salat müsst ihr nichts Großartiges schneiden, weil da kommen eigentlich nur so große Blätter drauf, Leute. Ich glaube, das reicht auch. Und ja, Leute, das wäre schon krass, der einmal nach Amerika, oder? Was sagt ihr so? Hm? Was sagst du so einmal nach Amerika? Mein Traum ist einfach nur einmal den Shake Shack, In-N-Out Burgers. Was gibt's da noch? In-N-Out Burger. Burgers. So, Freunde, wie ihr gesehen habt, habe ich den Bun hier kurz aufgeschnitten. Das sind fertige Buns. Aber wenn ihr selbstgemachte Buns haben wollt, findet ihr das wieder mal unten in meiner Infobox. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Patties. Leute, kommen wir zum Patty, brauchen wir Salz. Einmal hier schon drüber streuen. Und dann, Freunde, kommen wir zum Pfeffer. Weiter kommen wir raus, ja. Jetzt machen wir unser Herd an.
Und wir packen die Patties nicht direkt drauf, Leute. Das Wichtigste ist erstmal schön vorheizen, weil die Patties werden ohne Fett gemacht und direkt auf hoher Hitze gesmashed. Wir machen wieder die Smash Patties, Smash Patties oder Patties Smash. Und ja, Leute, auf jeden Fall. Geh wieder dahin. Ich bin voll nah, Junge. Du bist auch noch nah. Ah, du bist am Zoomen, ne? Ja, mach mal Zoom raus. Wie heißt das? Mach Zoom raus, komplett. Ja, geh wieder dahin. Nein, geh mal, ich mach wieder so mit Hand. Wenn du bis hierhin schon geschaut hast, dann abonnier diesen YouTube-Kanal. Und lass einen Daumen nach oben. Danke. So, Leute, es wird langsam warm. Was ich gerne von euch mal wissen will, Leute, was sind eure Favoriten, also was ist euer Lieblingsburger oder wo geht ihr am liebsten essen? Also was seid ihr so für Typen? Also ich bin eher so der Burger-Fanatiker. Der hinter der Kamera, was bist du für einer? Pizza. Pizza? Echt? Bist du ein Pizza-Fanatiker? Warum sage ich Fanatiker? Ich möchte das nicht sagen. Ja, aber sag mal ehrlich, magst du... Sag das Wort. Warte mal, magst du Burger mehr? Magst du Pizza mehr? Nein, ich mag Burger, ich mag alles mehr. Ja, aber ehrlich, zwischen Burger und Pizza. Hühnchen mit Reis. Mehr will ich nicht. Ja, ich kenne diesen einen Mumpelstyp, der seine Mutter fertig macht. Nein, seine Frau. Oder seine Frau, was das ist. Ja, ne, ehrlich jetzt. Ja. Warum Pizza? Ich mag Burger, hab ich doch gesagt. Na, du hast eh Pizza gesagt. Junge. Ey, Leute, ihr habt's gehört, er hat Pizza gesagt. Ich will, dass du mein Video... Hässiger Junge, Alter. Und ein Mumpels, Alter. Also die Patties, Leute. Jetzt fangen wir an. Was wichtig ist, Leute, wir müssen die sofort smashen. Also direkt wirklich einmal durchballern, so richtig platt machen. Weißt du, wer ich bin? The Smash. Oh mein Gott. Jetzt, zapp. So muss es dann aussehen. Sorry. So muss dann unser Patty aussehen, Leute. Kommt ein bisschen Pfeffer. So, Freunde, jetzt kommen wir zu der Käse. Einmal hier schön drauf. Und fertig ist unser Smash Patty, der erste schon. So, Freunde, jetzt beschmieren wir unser Bun. Einmal hier schön mit Butter. Und knallen das dann hier drauf. So wie der obere und untere. Dann einmal schön. So, Leute, muss das ungefähr aussehen. Und dann können wir auch anfangen, unser Burger Shake Shack, Shake Shack zu belegen. Jetzt kommen wir zum Beleg, zum Belag, Leute. Unser Bun, dann, Freunde, dann kommt unser Patty, unser Smashy. Dann brauchen wir, Leute, Salat. So, Salat. Dann, Freunde, brauchen wir 2 Scheiben Tomaten. Packen uns den oberen Bun. Knallen wir die Soße drauf, je nachdem, wie viel man haben will. Unsere Shake Shack Soße. So, dann knall ich die schön hier drauf, Leute. Das ist unser Shake Shack Burger. Seid mir ehrlich, der sieht schon saftig-schmaftig aus, ne, Leute? Jetzt heißt es nur noch Geschmack. So, Freunde, das ist der Shake Shack Burger. Jetzt kommen wir zum Geschmacktest. Bäh, Digga, guck mal, wie der aussieht, ja. Ich finde, der war bis jetzt der schönste Burger, den ich, glaube ich, gemacht habe. Also vom Aussehen her, oder? Ich rede von mir jetzt. Ich meine ja. Während ich hier meinen Burger nasche, verbrennen andere gerade ihr Geld draußen für Silvester. Guck mal. Juice, Bruder. Guck mal. Geil, ne? 3, 2, 1. Ein bisschen mehr. Die Soße ist anders. Ich muss noch mal. Eine Ähnlichkeit von In-N-Out Burger. So kommt mir das so vor. Aber der Anfang, nur der Anfanggeschmack von der Soße. Danach kommt diese leichte Schärfe raus. Ich habe schon viele Burger gemacht und gegessen. Die waren echt immer so warm, schön und lecker. Aber dieser Burger ist nicht seine Burger. So, Leute, auf jeden Fall, dieser Burger ist echt, guck mal, wie der schon tropft. Der ist so richtig saftig geworden. Ich würde sagen, das war ein gelungener Burger, oder? Und das war's auch mal wieder mit diesem Video. Abonniert diesen YouTube-Kanal, lasst einen Daumen nach oben, Leute. Kommentiert und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, Leute. Und dann heißt es mal wieder, wir sehen uns nächste Woche Sonntag in aller Frische wieder. Peace out.